Guten Morgen, meine Lieben. Ich werde euch heute wieder durch den Tag ein bisschen mitnehmen. Wir haben heute Montag. Patrick und Michelle sind schon in der Schule. Ich kann noch nicht gut reden, ich bin noch ein bisschen müde. Und Was denn? die Luisa ist ein bisschen raunzig. Die ist Luisa. Und wir wollen jetzt zusammen die Lara aufwecken, weil wir müssen zum Arzt. Aufwachen. Lara, wir müssen zum Arzt. Ja? Anziehen, ja. Aber die Lara müssen wir mal aufwecken. Ja. Lara, aufwachen, wir müssen uns anziehen, wir müssen zum Arzt. Lara? Mama? Ja? Ich weiß noch mal, dass ich Ja. da. Ach so? Ja. Krieg ich ein Küsschen? Lara, aufwachen. Lara, Lara. Hey, Lara, bist du wach? Lara, bist Lara, wach werden. Lara. Lara, gitte, 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 gitte. Gitte, 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 gitte. Wo ist mein Näschen? Wo ist mein kleines Näschen? Der Piff. Rein. Wie viel rein? Ja, richtig. Lassen wir ihn rein? Komm. Beef. So, wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir sind angezogen. Gibst du mir die Hand? Komm, gehen wir runter, Lara. Lara hat ihre Rause jetzt mitgenommen, die ich für den Kindergarten eigentlich gemacht hatte. Ich habe irgendwas Schlechtes geträumt. Du hast was Schlechtes geträumt? Ich mag Happy. Ich mag Happy? Ja. Okay, komm. Uah. Eigentlich, okay, meine Haare sitzen. Eigentlich hatte ich ja geplant, dass die Lara dann doch noch in den Kindergarten geht. Also heute habe ich das gedacht, dass ich das schaffe, zum Arzt zu gehen und dann auch noch die Lara in den Kindergarten zu bringen. Und was ist da los? Was ist hier passiert? Aber das geht sich dann zeitlich nicht aus. So, könnt schon einsteigen. Ich muss jetzt noch schnell beim Kindergarten anrufen. Bescheid geben, dass es sich nicht ausgeht, dass du heute kommst. Das machen wir immer so. Macht nichts. Hallo, Astrid, Diana ist hier. Die Lara, morgen. Die Lara kommt heute nicht, weil wir nochmal zum Arzt müssen. Ich dachte, es geht sich aus vor 8:30 Uhr, aber das schaffe ich nicht. Deswegen, wegen dem Finger, weißt du, der ist nicht besser geworden. Und da habe ich mir gedacht, gehe ich nochmal lieber, bevor ich da jetzt mit dir. Ja, das kommt halt vom Nägelreißen, Nägel kauen und weißt du, jetzt hat sich's aber so blöd entzündet, weil machen tut sich schon länger, also ein paar. Ja. Ich hab immer gedacht, weißt du, das, man kennt das. Ja, das vergeht, aber ist nicht vergangen, ist immer schlimmer geworden. Wir waren ja schon, aber jetzt lassen wir noch mal gucken, weil diese Salbe hat jetzt nicht so wirklich was geholfen. Also, mal schauen. Na gut, aber morgen schauen wir mal. Na, erst Mittwoch, glaube ich. Oh, weiß ich gar nicht. Aber. Ja. Passt. Tschüss. Na, Lara, bin ich noch müde. Oh. Ja.
Für mein Buch anschauen. Für mein Buch anschauen. So, meine Lieben, wir sind schon wieder länger zu Hause. Aktuell ist es schon eins. Die Michelle ist auch schon von der Schule nach Hause gekommen. Ich habe nach dem Arzt nur nicht mehr gevloggt, weil die Luisa eine Impfung bekommen hat und sehr quengelig danach war. Und da kann ich einfach nicht vloggen. Also da bin ich nicht imstande dazu. Ich bin dann einfach nach Hause gefahren. Und ja, wir haben was gegessen. Und dann habe ich ein bisschen aufgeräumt. Dann habe ich sie schlafen gelegt. Und jetzt geht sie aber schon wieder viel besser. Jetzt ist sie aufgewacht. Und jetzt isst sie hier eine Mandarine. Ist das lecker? Ja, mein Hase. Ja, und bitte nicht wundern, in der Küche ist immer noch der Fernseher von Weihnachten. Und hier ist meine Mischa. Erzähl mal, Michelle, welche gute Neuigkeiten hast du mir heute nach Hause gebracht? Ich hatte eine Mathe-Schule bald an meinem Geburtstag. Und wir haben heute die Mathe-Schule bald gekriegt und ich habe eine 1. Ja, mein Bibi hat einen sehr gut auf die Schule bald. Schlag ein. Ja, ich bin sehr stolz auf mein Mädchen. Und ja, jetzt muss ich auf jeden Fall noch kochen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ja, weil ich telefoniert habe mit dem Papa ganz lange. Auf jeden Fall gibt's heute vegane. Michelle, ärgerst du sie? Nein. Hat sie dich geärgert? Bitte, Michelle, ärger sie nicht. Ich ärgere nicht. Auf jeden Fall, Fokus. Gibt's heute vegane Lasagne, habe ich schon gesagt. Ich habe mir nämlich beim DM so Sojaschnetzel gekauft. Also ich habe das gesehen und mir gedacht, das muss ich mal ausprobieren. Habe ich mitgenommen. Das ist einfach so ein Bolognese-Ersatz, also quasi ein Fleischersatz. Ich habe hier 2 Pakete für 4 Personen. Lasagneblätter, passierte Tomaten, den veganen Käse. Dann habe ich hier noch eine Zwiebel schon gehackt und 2 Knoblauchzehen. Und ich würde mal sagen, ich fange gleich zum Kochen an. Das ist hier beschrieben, wie die Zubereitung ist. Im Moment reden und lesen gleichzeitig geht nicht. Okay, ich muss es mit heißer Gemüsebrühe übergießen. Kurz durchgehen. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss es jetzt mit Gemüsebrühe übergießen. Ein kurzes Statement für die Leute, die sich eventuell nicht auskennen. Also, was macht diese Frau hier? Warum kocht sie jetzt hier Bolognese ohne Fleisch? Bis jetzt hat sie doch immer Fleisch gegessen. Was ist hier los? Kleine Erklärung für euch. Ich habe ein Foodhaul gedreht, online gestellt. Wann war das? Samstag oder Sonntag? Irgendwie so. Auf jeden Fall könnt ihr ihn gerne anschauen. Ich werde ihn hier verlinken. Und da habe ich ein Foodhaul gezeigt mit ohne Fleisch, also ohne Fleischprodukte, also ohne tierische Produkte. Wir haben keine Milch, keine Eier, gar nichts hier gehabt. Oh nein! Ja, so ist das Leben als Mama. Da kann man nicht mal einen Satz zu Ende sprechen, ohne dass ein Kind irgendwas will. Standard. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ihr habt ja mitbekommen, ich habe vegane Bolognese hier, koche ich eine vegane Bolognese, und wenn ihr fragt, was ist hier passiert, habe ich was verpasst, dann habt ihr vielleicht meinen letzten Foodhaul nicht gesehen. Dort habe ich einen Wocheneinkauf gezeigt, wo wir keine tierischen Produkte eingekauft haben. Wie immer gibt es natürlich die 95%, die super lieb reagieren und sagen, voll cool, probier das mal aus, toll, ich ernähre mich auch vegan oder vegetarisch, oder ich könnte das nicht, aber ich wünsche dir ja viel Erfolg damit und so weiter. Alles kein Problem. Ich habe ja niemanden irgendwie persönlich angegriffen. Ich habe nur gesagt, dass ich mich halt jetzt vegan ernähren möchte. Ich möchte was Neues ausprobieren. Oder wir möchten was Neues ausprobieren. Und nagelt uns an nichts fest, bitte. Wir möchten einfach nur was ausprobieren. Und warum wir diese Entscheidung für uns getroffen haben, werden wir in einem Video sagen. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe in diesem Foodhaul. Und dann die Produkte halt hergezeigt und dies, das. Und dann kommen halt dann schon die ersten Kommentare, die mich so abnerven. Wirklich, nerven mich wirklich extrem. Und dann gibt es dann diese Leute, die dann anfangen. Zum Beispiel, der erste Kommentar, der mich so richtig abgefuckt hat, ist, willst jetzt quasi Veganerin sein, aber kaufst deine Klamotten immer noch bei Primark, so auf die Art habe ich das jetzt. So habe ich den Kommentar für mich aufgefasst. Und da fand ich das so, hä? Was hat denn das eine jetzt für mich mit dem anderen zu tun? Ich kann euch vorweg sagen, es hat bei mir einen gesundheitlichen Grund. Einen gesundheitlichen Grund, okay? Warum ich das an allererster Linie probieren möchte. Ja? Und da kommen mir diese Klugscheißer und
Moralaposteln mit, ich soll meine Klamotten von woanders kaufen. Erstens, nur weil ich für mich jetzt was vegan Ernährungsumstellung habe, keine Ahnung, probiere, heißt das nicht, dass ich super nachhaltig leben kann. Wir tragen alle unseren Beitrag. Wir versuchen auf Plastik zu verzichten, soweit es geht. Soweit man die Lebensmittel auch ohne Plastik irgendwie einkaufen kann. Wir versuchen zum Beispiel unser Wasser aus Glasflaschen, also wir versuchen, wir haben das umgestellt, wir zahlen für unser Wasser viel mehr, wir haben keine Plastikflaschen mehr. So. Wir versuchen wirklich auch unseren Beitrag zu leisten. Wir spenden Klamotten, anstatt dass wir sie jetzt entsorgen, wenn sie nicht mehr passen oder wenn sie kaputt sind oder so. Klamotten, die kaputt sind, nicht im Hausmüll wegschmeißen, sondern in so eine Altkleiderbox, weil die schauen sich die Klamotten natürlich noch an, bevor sie sie an irgendwelche Organisationen weitergeben. Und die kaputten Sachen werden zerschreddert und aus denen wird zum Beispiel Baustellenteppiche gemacht oder was auch immer, was für Fasern oder irgendwelche Sachen, die man irgendwo anders nutzen kann. Also wir versuchen hier auch unser Bestes, Nachhaltigkeit, wir haben Hühner, versuchen da unsere eigenen Eier immer zu haben und so. Und ja, und da verstehe ich nicht, warum muss man so sein? Warum kann man nicht den Menschen einfach sagen, boah, ich versuche dich vegan zu nennen, ich wünsche dir einfach alles Gute, du für mich wäre das nichts, ich möchte mein Fleisch weiterhin essen. Es ist okay. Ich habe auch niemandem einen Vorwurf gemacht und ich habe auch nicht gesagt, alle Fleischesser sind scheiße. Meine Kinder essen immer noch Fleisch und der Papa isst auch ab und zu noch Fleisch. Er möchte das solidarisch mit mir mitmachen, aber es ist kein Zwang und ich probiere das ja selbst nur aus und die Kinder habe ich trotzdem zu McDonald's geführt zum Geburtstag und ich habe dort auch was Vegetarisches gegessen. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir den Stress meines Lebens mache, sondern ich versuche für mich Kompromisse zu finden. Wenn ich auswärts bin und Hunger habe, dann versuche ich auch auszuweichen auf etwas. Ich würde trotzdem auch vielleicht noch, keine Ahnung, Garnelen essen oder so, weil mir die schmecken. Ich war noch nie eine großartige Fleischesserin, muss ich dazu noch sagen. Also mir hat Fleisch noch nie großartig geschmeckt. Das Einzige, was ich an Fleisch gut verzehren konnte, ist Fleisch, das in seiner Form verändert ist. Das heißt, ich habe sehr gern Hackfleisch gegessen und Schnitzel und Wurst. Diese drei. Ich habe ungern Steak gegessen, Rindersteak oder so. Fleisch in seiner puren Natur. Keine Ahnung, Hühnergeschnetzeltes oder Hühnerkeule oder ganzes Huhn habe ich wirklich sehr ungern gegessen. Ich habe es mal gegessen, aber es wurde immer weniger. Ich habe schon als kleines Kind nicht gerne Fleisch gegessen. Egal, ich schweife vom Thema. Aber dann gibt es dann auch wieder Leute, die dann sagen, das ist so ein bescheuerter Trend. Wieso müssen das alle machen? Das ist so ein bescheuerter Scheiß. So oft quasi, sie kommt her und sagt, es ist ein bescheuerter Trend und dass ich ja quasi eh dumm bin und ich soll lieber mein Fleisch um die Ecke beim Biobauern kaufen. Aber ich will nicht. Ich will doch einfach für mich jetzt mal kurz fleischlos probieren. Und einfach ohne Milch, weil ich hoffe, dass es mir dadurch gesundheitlich besser geht. Ich habe 2 Autoimmunerkrankungen. 2. Ich habe Hashimoto und ich habe Alopezie. Ich habe hier am Kopf so eine große Stelle, wo ich keine Haare habe. Ja? Das ist so groß. Das habe ich hier da am Kopf. Das habe ich gut verdeckt, ich weiß. Aber es ist da. Und es macht mit mir sehr viel. Es ist, es gehört auch zu dem Thema, warum es nicht so viele Videos gab in letzter Zeit, weil ich mich unsicher gefühlt habe, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe. Nur weil ich jetzt versuche, mich vegan zu ernähren, heißt das nicht, dass alle anderen, die das nicht tun, scheiße sind. Okay? Das will ich nochmal kurz klarstellen. Ich respektiere alle Menschen da draußen. Jeder muss für sich seine Entscheidungen treffen, die er möchte. Jeder Mensch darf das machen, was er möchte. Also bitte lasst mich einfach jetzt vegan probieren, ohne euer Gemecker anzunehmen. Ich will euer Gemecker nicht hören. Nee, will ich nicht. Und ich sage euch noch eins. Das ist mein YouTube-Kanal und es ist wirklich, auch wenn das hart klingt für Leute, es ist mein YouTube-Kanal. Stellt euch das vor wie mein Wohnzimmer, mein Haus. Hier drinnen, in meinem Haus, möchte ich mit Respekt behandelt werden von Menschen, die reinkommen. Ich würde auch keinen Pöbelnden von draußen rein bitten oder so, ja? Das ist, genauso ist auch mein YouTube-Kanal zu sehen. Es ist mein Reich, da könnt ihr Sachen von uns sehen. Ich liebe den Austausch mit euch, ich liebe es wirklich, aber ich mag diese negative Provokation einfach überhaupt nicht. Diese Unterstellungen, diese Vorwürfe, ich mag das einfach nicht. Ich mag es voll gern, wenn die Leute ganz lieb ihre Meinung schreiben. Jeder darf eine andere Meinung haben, jeder darf das. Aber bitte überlegt euch, wie ihr, geht vor den Spiegel und sagt euch das selbst. Und dann, wenn ihr sagt, okay, ja, das kann ich mir gut anhören, das ist nicht schlimm, mach noch ein Smiley dran, damit ich es auch als nett empfinde, oder ein Herzchen,
Und dann kann man mir alles fragen, wirklich alles. So, die Kamera ging jetzt aus, weil mein Akku jetzt leer gegangen ist und ich habe ihn jetzt ausgetauscht. Und jetzt wird weitergekocht, weil ich glaube, in der Zwischenzeit haben sich meine Sojaschnitzel, die ich hier einweichen habe lassen, auch schon gut, ja, sehr gut. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, fangen wir an. Ich werde jetzt ein bisschen, na, Fokus, Bio-Kokosöl erwärmen. Ihr seht dann doch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier eine Bechamel oder Bechamel-Soße gemacht. Die Bolognese ist auch schon fertig. Und jetzt geht es einfach, also da ist pflanzliche Margarine drin, Mehl, Reismilch und ein bisschen Senf und ein bisschen Salz und Pfeffer und so, Gewürze. Und ja, jetzt habe ich hier meine Lasagneblätter. Jetzt muss ich hier auch anfangen, meine, ja, die Lasagne zu schichten. Und fertig ist meine Lasagne-Geschichte. Schaut das nicht super lecker aus? Und die kommt jetzt in den Ofen. Und da bin ich auf jeden Fall mega gespannt, wie die schmecken wird. Und so schaut die fertige Lasagne aus. Das ist Patricks Stück. Bei mir habe ich jetzt ein bisschen zerstreut. Und das ist der Rest, der überbleibt. Also der Patrick ist auch schon von der Schule nach Hause. Wink mal. Könnt ihr alle eure Handys mal weglegen und essen. Dankeschön. Es fehlt noch Besteck. Gabel oder Löffel? Alles klar. Luisa! Komm! Also, das muss ich euch wirklich sagen. Das ist so eine leckere Lasagne gewesen. Ich habe alles leer gegessen. Ich werde mir noch nachholen. Der Bart hat auch gesagt, schmeckt so gut. Dieser Sojasatz, dieser Sojaschnetzel. Das schmeckt wirklich wie Fleisch, oder? Mhm. Also müssen wir wirklich Schiertes essen. Und schmeckt es hier, Baby? Mhm, ich habe keinen Unterschied. Weil super lecker. Normales Fleisch drin, aber natürlich schmeckt man schon ein bisschen Unterschied. Also, wenn man ein Kenner ist. Aber sehr lecker, wirklich sehr gut. Und ich werde mir noch ein bisschen was holen. Und den Rest werde ich auch für den Papa lassen. Ja. So, meine Lieben, ich bin jetzt mit der kleinen Sophie eine runde Gasse, wie man sehen kann. Der Party passt so eben auf die Kleinen auf. Und ja, ich lüfte mal den Hund und ja, damit sie auch ein paar Würstchen und sowas machen kann. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, den Vlog jetzt beenden. Ich glaube, das ist dann eh schon, na, vielleicht zu lang nicht, aber ich habe mir gedacht, ich werde jetzt vielleicht öfter mal vloggen und die Videos so aktuell raushauen. Vielleicht kommt dieser Vlog halt heute noch online. Also mal so über den Tag ein bisschen was und dann gleich online stellen. Ich weiß, vielleicht habt ihr Bock drauf. Kannst mir mal unten in die Kommentare schreiben. Mehr Vlogs und so. Oder ich möchte auch natürlich mehr Real Talk Videos drehen, wo ich wirklich auch mal erzähle, was ich denn so bei mir denn los war, warum nicht so regelmäßig Videos kam. Weil es ist wirklich, ja, das es passiert halt viel in mir drinnen und ich sag dann das dann auch nicht und dann mache ich dann einfach weiter Vlogs und ja, der Alltag geht ja doch irgendwie weiter und ja, ich werde auf jeden Fall mal so ein Real Talk Video machen, wer Bock hat reinzuhören und reinzuschauen und es werden auf jeden Fall neue Sachen folgen. Ich habe nämlich Bock auf Streaming und ja, schaut auf jeden Fall vorbei, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, weil dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt, im besten Fall natürlich.
Gibt natürlich auch Ausnahmefälle. Aber dann einfach wieder deabonnieren und abonnieren und wieder Glocke aktivieren, habe ich schon gehört. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.